Ja, ist natürlich nicht erfreulich, weil man hat selber lange dort gespielt und ich sage immer, wenn man einmal Löwe war, ist man immer Löwe und man verfolgt das natürlich. Ich hoffe, dass sie drin bleiben. Es ist ein harter und langer Weg noch, aber wichtig ist, dass die Mannschaft zusammenhält, das Umfeld zusammenhält und jeder an das Ziel glaubt, dann ist das machbar und dann die Kräfte neu bündeln im Sommer und probieren neu anzugreifen und das Ziel wieder mal zu verfolgen, vielleicht in die Bundesliga aufzusteigen. Ja, die Fehler wurden sicher schon weiter zurückgemacht. Es war immer viel Unruhe im Verein. Jeder wollte mitreden und und. Nach der Zeit, wo der Wildmoser weg war, war eigentlich seitdem eigentlich immer Unruhe da. Jeder wollte sich irgendwie über den Verein profilieren. Aber ich denke, langsam kommt ein bisschen Ruhe rein. Der Boschner probiert es natürlich zu machen. Jetzt ist natürlich der Erfolg noch nicht so da. Die Unruhe ist trotzdem immer wieder spürbar.